Während beim Stern die Fünfer-Spitzengrenze ineinander übergehen, indem zwei Spitzen jeweils gleich wieder zum nächsten dazugehören, sind die bei der Sternkugel voneinander getrennt. Beim 90er hier lediglich durch eine Fuge, bei den größeren Exemplaren von 210 oder 270 Elementen ist eine ganze Reihe mit Spitzen noch dazwischen gesetzt. Das geometrische Prinzip findet sich wieder im Alltag beim Fußball. Den großen kann ich hier nicht runterlegen, das passt nicht. Wo dann immer oben und unten jeweils ein Fünfer ist, seitlich davon fünf. Auf der Unterseite die seitlichen fünf dann halb gedreht, sodass die immer wieder dazwischen sind. Und ganz unten auch wieder ein Fünfer, also 12 Fünfecke. Eine gute Übersicht, wie das Ding funktioniert, findet sich im Internet bei der Bauanleitung für einen Goliath-Stern, die ich gesehen habe. Ich gebe den Link dann in der Videobeschreibung wieder zum Anschauen. Wir haben das sehr gut gezeigt, wie das entsteht. Wenn man sich vertut, ich zeige das auch mal gerade, und zu früh noch einen Fünferkranz ansetzt, bekommt man so ein Exemplar, wo dann hier zwei Fünfer direkt ineinander übergehen, wie beim Stern. Dadurch wird das Ganze dann leicht oval. Ich glaube, man kann es erkennen. Moment. Ist dann also nicht mehr so rund wie das andere. Etwas sterniger könnte man auch sagen. Auch interessant. Dafür braucht man 75 Module. Ich war verwundert, dass noch welche übrig waren, als ich mit dem Stern fertig war. Und dann habe ich es erst gesehen. So, etwas nochmal die Geometrie. Ich habe das mal ganz primitiv hier aufgezeichnet. So wäre es im Prinzip beim Stern. Bei der 90er Sternkugel sähe es in etwa dann so aus. Etwas primitiv. Und bei den größeren mit 210 und 270 könnte man sich das so vorstellen, sodass hier immer noch Reihen dazwischen sind von Sternspitzen. Jetzt, wie man das Ding zusammensetzen kann, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die kleinen zeige ich mal, die haben Platz unter der Kamera. Hier ist der Regenbogen oben mit der weißen Oberfläche. Weil man ja 12 von diesen Rosetten hat, von diesen Spitzengrenzen, kann man die anderen seitlich verteilen und das obere halt so machen. Und hier habe ich lediglich die Mittelfuge, die Oberteil und Unterteil trennt, mit weißen Elementen gemacht. Die anderen gehen ineinander über. Und hier sieht man auch, ich habe dann jeweils gegenüber, das zeige ich in dem Zusammenbauvideo noch ausführlich, gegenüber dann immer die entsprechenden Farben, sodass aus jeder Sicht des Sterns eigentlich jede Farbe sichtbar ist. Aber es geht auch anders. Wenn man jetzt, was nicht ganz so schön aussieht, alle Fugenelemente mit weißen Modulen macht, dann hat jede von den Fünferspitzengrenzen so eine weiße Zacke dran. Gefällt mir persönlich nicht so gut, nur der Vollständigkeit halber. In dem Video über das Zusammenbauen, was ich gemacht habe, ich zeige das hier auch mal, da habe ich, um zu merken, wo man den Mittelpunkt hat, man kommt sonst leicht durcheinander beim Zusammenbauen, habe ich gemerkt, die Mitte markiert durch so einen Faden, den man später zur Aufhängung nehmen kann oder auch einfach rausziehen. Und hier habe ich mal gekennzeichnet, in welcher Reihenfolge man das zusammenbaut. Und diese Arbeitsschritte, die ich noch ausführlich beschrieben habe, die werden dann fünfmal wiederholt, sodass der Stern dann komplett farbig ist. Das ist jetzt der Stern, wie ich ihn zusammengebaut habe in dem Video. Jetzt will ich die Aufhängung kurz mal zeigen. Dazu öffne ich dann eine von den mittleren Spitzen, damit ich die rausholen kann. Ich hebe das leicht an und gehe hier mit meinem Messer um die Ecke. Das habe ich ja auch schon oft gezeigt. So. Das geht hier alles ein bisschen eng zu, weil
weil immer diese Sechser-Elemente dazwischen sind. Aber der Vorteil ist, das Ganze ist flexibel. Man kann es also ein bisschen drücken, sodass man dann auch Platz hat dafür, für das, was man zu tun hat. Da darf man nicht empfindlich mit diesem Ding umgehen. Jetzt ist mir das ganz reingefallen. Moment, ich hole es mal wieder raus. Das ist die Scheibe. Ich habe mir also eine Scheibe gemacht. Das ist jetzt auch der Durchmesser hier von meinem Wasserglas. Die Scheibe, die von der Größe, je nachdem welche Module man nimmt. Ich habe die aus den Notizklötzen wieder gebaut, ein Dreiviertel der Länge. Das würde den richtigen Durchmesser geben, um einen kompletten Spitzenkranz zu unterstützen. So, das wären bei den Notizklötzpapieren 6,5 cm. Und dann hängt der Faden hier in der Mitte drin, was bei den Kugeln auch am schönsten aussieht. Eine andere Möglichkeit ist es, den Faden auch hier aufzumachen, dass er an zwei Spitzen hängt. Das andere sieht nicht so schön aus. Und dafür kann man sich dann in entsprechender Größe so einen Pappendeckel aufschneiden. Den hatte ich irgendwo. Kommt nicht so drauf an. In der Breite des Moduls halt eben. Und so, dass praktisch die beiden Spitzen dann unterstützt werden. Das sieht dann auch nett aus, wenn sich das Ding dreht. Was wollte ich noch zeigen? Was auch schön aussieht, wenn man zum Beispiel oben hell macht und dann zwischendurch einfach noch eine weiße Reihe da rein macht. Das macht es etwas unregelmäßiger. Unten habe ich es jetzt ganz zugemacht. Also die Möglichkeiten. Man kann sich das einfallen lassen, wie man das will. Was ich ganz lustig finde, ist, es gibt im Internet eine Bauanleitung für einen Pop-Up-Stern, den ich aber noch nicht ausprobiert habe. Der wird aus anderen Elementen gebaut, aber ich habe es mal probiert. Man kann hier die Fünfer, kann man reinklicken. Ich weiß nur nicht, ob sich das jedes Papier gefallen lässt. Ich denke, allzu oft sollten wir es nicht machen, aber als Gag ist es mal ganz nett. So, ich glaube, das reicht zur Demo. Dann bekommt man so eine originelle Form. Und dann natürlich wieder das Ganze auseinanderklappen. Vor allen Dingen Kinder werden da wahrscheinlich großen Spaß dran haben. So, jetzt gehen wir mal zu den, bevor ich es vergesse, zum Zusammenbauen sollte man eine rutschfeste Unterlage nehmen. Ich habe hier ein Mauspad genommen, die Unterseite ist dann aus Gummi, weil man muss schon etwas gegenhalten öfters mal, und wenn das Ding auf der Tischplatte oder sonst wo hin und her rutscht, das Papierding, dann hat man nichts davon. Das ist so eine Markierung jetzt. Nur ein Beispiel, um den Mittelpunkt zu markieren. Bei einfarbigen Sternen verliert man sonst gleich den Überblick, an welcher Stelle man gerade ist. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich denke, das waren speziell beim Schließen der Sechser-Elemente erst gut zusammendrücken. Natürlich, dass man erstmal eine Pyramide macht, bevor man das zusammennimmt. So, jetzt nehme ich mal die Kamera runter von meinem Gestell, Achtung, und gehe etwas um den Tisch rum. Da ist dann der alte Fußball, wo man das sieht, mit dem Fünfer, dann die Sechser-Elemente und dann anschließend wieder Fünfer, die Unterseite verdreht. Das ist jetzt dieser sogenannte Goliath-Stern, wo die Reihen dazwischen gesetzt sind, 270 Elemente, das obere Ding, dann ist eine Reihe dazwischen. Und dann erst kommt wieder hier der nächste Fünfer-Element. Ich habe das oben mal zusammengesetzt aus einfarbigen Sternelementen. Und unten die untere Hälfte sieht man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich hänge das als Video nochmal dran. Da habe ich jedes Fünfer-Element in sich in den Farben vom Regenbogen gedreht. Aber da gibt es ein besseres Video noch anschließend, wenn es klappt. Hier ist das Mobile, das ich mal gemacht habe, nur ergänzend. Um das Ding zusammenzubauen, das ist jetzt ein Zwischending mit 210 Elementen. Was mir persönlich besser gefällt, ist kaum kleiner als
als dieser sogenannte Goliath-Stern. Hier sind die 5er Spitzengrenze so leicht versetzt angeordnet, also nicht direkt unter dem der nächste 5er, sondern leicht versetzt. Da habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht. Das klappt hier mit der Kamera nicht. Bei dem Goliath ist es so, dass diese Fugen hier unter der mittleren Spitze, die gehen ziemlich weit durch bis zum nächsten 5er-Kranz. Das sieht manchmal etwas unschön aus und von der Seite gesehen ist es auch so, dass diese mittlere Fuge auch ganz gerade durchgeht, sodass sich in der Mitte regelrechte Reihen ergeben. Gefällt mir nicht. Mir gefällt das Ding besser, weil es eher eine Einheit gibt. Außerdem sind stabiler als das hier. Wenn man es länger hängen hat, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dann zieht sich das so ein bisschen in die Länge. Und wenn man es liegen hat, dann wird die untere Seite dann mit der Zeit etwas flacher. Es wiegt 150 Gramm, hat schon sein Gewicht. So, jetzt, da sind die Fugen komplett mit roten Elementen. Sieht man die einzelnen 5er Sterne. Auch jeweils zwei auf der gegenüberliegenden Seite dann dieselbe Farbe. Und dasselbe habe ich jetzt nochmal gemacht heute zum Demonstrieren, wo dann zwischen den 5er Elementen dann weiße Zwischenreihen sind. Hier ist auch der Faden. Mal gucken, wo es hängt. Da ist er. Da kann man das dann nochmal so sehen. Also der Faden hat sich wirklich bewährt nach meinen ersten Fehlversuchen. Zum Zusammenbauen. Ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht für diesen, für den kleinen. Das wird ja gezeigt im Video. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den 210er Stern hier, für diese Kugel. Auch mit den entsprechenden Arbeitsschritten, die sich dann so durchziehen bis zur unteren Seite dann wieder. Upsala, wo ist es? Da. Und ich denke, das lässt sich ganz gut nachvollziehen. Das funktioniert auch. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dann lassen Sie sich überraschen.